Einen wunderschönen guten Tag, willkommen auf Shane T's GTV Reviews und willkommen zu meiner Bestellung bei Bites. Ich bin sehr gespannt. Wir haben einen Lammburger, wir haben einen Hotdog und Mac and Cheese Bites. So, wir gucken mal rein. Bin sehr gespannt. Lass mal gucken. Moment. Okay. Es gibt Gratisbesteck. Nice. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich mache mal Beleuchtung ein bisschen heller. So, Freunde. Es gibt Tücher, richtig personalisiert von der Firma sozusagen. Ja, richtig nice. Also überall ist das Logo drauf. Das Design ist einfach mega. Guckt euch das mal an. Das sieht wirklich mega geil aus. Und das? Pff, Digga, was ist denn das? Junge, ist das ein Brett. Das ist der Hotdog. Der Adidas Hotdog. Und ohne Scheiß, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Das wird interessant. Wir haben hier so Bohnen. Also, ja, Bohnen. Wie beim English Breakfast so. Wir haben hier deutsche Wurst, soll das sein. Oder deutsch gehaltene Wurst. Das ist das Hotdog von Bites. Ich bin mega gespannt. Alter, die Wurst. Alter. Junge. Das ist mega lecker. Allein schon die Wurst. Wir beißen uns mal vor. Crazy. Guckt euch das an, Alter. Röstzwiebeln, Bohnen, so Senf und so ein bisschen. Haben wir noch andere Soße? Ich glaube nicht. Alter, das ist mega. Holy shit. Das ist eine Bombe, Alter. Ohne Scheiß. Alter. Volle Punktzahl. Aber wir müssen die anderen ja auch noch testen. Ich bin mega gespannt. Mal schauen, was als nächstes kommt. Tüte Nummer 2. Digga, let's go. Design ist einfach, wie man sieht, aus dem Mediamarkt oder so. Feierlich, Digga. Every Bites Matters. Überall Werbung, Instagram, Facebook. Lasst ein Follow da, wenn ihr möchtet. Und dann gucken wir hier ins nächste. Also Verpackungen sind irgendwie alle gleich. Boah, ich bin gespannt. Nächste Verpackung. Bites. Da ist der Lammburger. Digga. Gucken wir mal rein. Käse und Soße. Und dies und das. Lammfleisch. Zerschreddert aber anscheinend. Als Frikadelle. Gurken drunter. Digga, das ist, sieht schon ein bisschen insane aus, oder? Mal ehrlich. Ich bin gespannt. Ich bin mehr als gespannt. Fleisch finde ich ist ein bisschen trocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Man schmeckt auf jeden Fall, dass es kein so Beef ist, so Schwein oder so, oder Rind. Aber es ist gut. Es ist gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es umwerfend ist. Habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es schmeckt einfach grandios. Alter, ist das krank. Die Verpackungen sind anscheinend wirklich alle gleich. Mac and Cheese Bites. Ich bin gespannt. Digga, wie groß sind die? Holy shit.
Dazu gibt es Senf. Oder was ist das? Hallo? Wie geht das auf? Hä? Ach hier, Leute, andersrum. Ja, das ist so eine Senfsoße. Und das sind Mac and Cheese Bites. Also Käse und Macaroni. Frittiert. Egal. Also so kann man Geld machen. Das ist die simpelste Art und Weise, Kohle zu machen, oder? Käse, Nudeln, frittiert in einem Teig. Simple, easy, schmeckt massiv gut. Alter. Mhm. Dazu die Senfsoße. Aber Senfsoße, Digga, zu Mac and Cheese? Ist das normal? Und das ist eben das Simpelste vom Simpelsten und es schmeckt alles wunderbar. Ich meine, gut, frittiert schmeckt einfach gefühlt alles, oder? Wahnsinn, Alter. Freunde, kurz Hände waschen. Und dann will ich wirklich behaupten, die Mac and Cheese Dinger, die Bites, die stopfen des Todes, Alter. Das ist wirklich geisteskrank. Klar, du hast Teig, Nudeln und Käse. Ich meine, was soll dann nicht stopfen? Wahnsinn. Die Senfsoße schmeckt auch gut. Aber weiß nicht, ob die jetzt wirklich so krass dazu passt. Keine Ahnung. Isst man das so? Ist das normal? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst. Finde ich mega. Mache ich jetzt. Digga, saust dich immer ein hier. Mache ich jetzt aber zu, denn ich werde jetzt das Hotdog weiter essen und den Burger. Und die lasse ich erstmal noch über. Sonst wird es wirklich zu viel. Ich glaube, das ist so schon krass. Von den Kalorien her. Ja, aber mega lecker. Geisteskrank, oder? Das ist Bites auf Malta. Krasses Design, krasser Geschmack, krasses Angebot, krasse Preise. Das hat jetzt um die 30 Euro gekostet, aber der Geschmack und boah, das boomt wirklich alles weg. Mega, mega lecker. Ihr könnt euch ja gerne das Ganze mal angucken. Hier sind die ganzen Socials und die Website. Ja, Bites Malta Website, bites.mt. Schaut gerne mal drauf, guckt euch das Angebot an oder so, keine Ahnung. Das ist mal was ganz anderes. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Review. Ich habe keine Ahnung, was kommt, seid gespannt. Ich bin es auch, denn ich bestelle immer auf dummen Dunst. Und somit sage ich Dankeschön fürs Einschalten, wunderschön, dass ihr dabei wart. Und hey, wir sehen uns, haut rein, tschüss, tausend.